Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück zu Crusader Kings 2 im Jahre 1130, das zu Ende geht und oh, wir müssen ein weiteres Kind einem Vormund zuweisen, dem Egbert von Andex, dem seine Eltern sind schon verstorben, das ist ja sehr herzallerliebst. Es passt auch niemand auf ihn auf, ne? Da gibt es keinen Regent, dieses arme Kind, dieser arme Egbert vagabundiert wahrscheinlich hier durch Augsburg, durch die Straßen. Und wir müssen ihm jetzt einen Vormund geben. Also gut, machen wir das. Pass auf, Kind ausbilden. Das macht, was machen wir denn mit dir? Was machen wir denn mit dir? Weißt du was? Du wirst bei uns ein... Ja, genau, der Kanzler macht das. Du wirst bei uns wahrscheinlich dann ein Feldmarschall. Genau. Wir machen uns den Kommandanten dann. Sehr gut, so. Ja, wir haben unseren Catalonia geparkt. Oder beziehungsweise sind noch dabei, diesen zu parken. Der wird Nachfolger auf eine Abtei und dann ist das Thema mit der Erbschaft erledigt. Europa ist ja in der letzten Folge einem Attentat entgangen, mehr oder weniger. Auch ja, wobei es steht hier noch aus, aber wir haben zumindest die Unterstützung aus den eigenen Reihen eliminiert. So ist es richtig. Ein Kreuzzug steht auch bald an in 200 Tagen. Da habt ihr geschrieben, da sollte man teilnehmen. Das bringt durchaus Vorteile. Unser lustiger Kanzler ist hingegen hier noch in Vars tätig und soll hier nach wie vor einen Anspruch fingieren. Das tut er momentan eher schlecht als recht. Mit wenig Erfolg möchte man meinen, aber gut, so ist es. Wir in der Tat sind beim Truppenausbilden für unsere Herzogin Bertha. Ne? Wir sind ja schließlich der Marschall von Bayern. Ja, und wir haben immer noch nicht diese Herzogswürde aktiv, ne? Nur passiv dadurch, dass wir der Herzogin Gemahl sind. Aber gut, ist halt so. Ne? Deswegen, die gute Dame muss halt jetzt bald mal sich verabschieden vielleicht. Und indessen wird der Abt Peter von St. Anton hier der Nachfolger. Mhm. Das ist schön, aber wir haben doch den... Verstehe, wir haben doch unseren Catalonia eingesetzt. Warum ist der nicht Nachfolger geworden? Verstehe ich nicht. Okay. Na gut, man muss nicht alles verstehen. So, wir haben keinen Hofkaplan mehr, das ist schlecht. Also dann pass auf. Dann nehmen wir den Rutger. Genau, Rutger wird Hofkaplan und macht Kulturforschung in Augsburg. Wir können niedere Titel vergeben, Befehlshaber. Oh, Regent, oh, ganz wichtig. Moment, Regent ist wichtig. Dann nehmen wir den Rutger und Befehlshaber, da machen wir... Tja, da machen wir unseren Bügelmeister, genau. Der Lambert von Kufstein. Der Bügelmeister. Haben wir irgendwelche Fraktionen momentan? Moment, hier sind Fraktionen. Nö, haben wir nicht. Das Problem mit den Gesetzen. Was ist denn das alles? Oh Gott, Abtei von Augsburg. Achso, das ist das hier. Ja, mhm. Die Wahlgeschichte, Feudalwahl fürs Heilige Römische Reich. Da ist der Herzog von Krain der nächste Kandidat. Okay. Und das Gesetz steht nach wie vor auf mittlere Macht der Krone, heißt, wir können nach wie vor keine Kriege reichsintern lostreten. Das ist natürlich, naja, okay. Also sollten wir am Feldzug gegen Jerusalem, beziehungsweise am Kreuzzug um Jerusalem, so ist richtig, teilnehmen, müssen wir natürlich mit unseren Truppen darunter. Der Weg ist sehr weit, wir haben keine Schiffe, also müssen wir den ganzen Weg zu Fuß gehen. Das ist vermutlich sehr anstrengend, aber gut. So ging es früher auch, ne? Wenn ich von hier oben der Kreuzzug losging, die sind einmal hier quer durch Frankreich und einmal hier runterwärts und haben dann da unten rumgebäscht. Die sind auch nicht mit dem Schiff gefahren. Hm. Na gut, müssen wir halt laufen, gell? Das hilft ja nichts. Ist ja bald. Also dann 50 Tage, dann geht's los. Und wir können schon mal vorsichtig ein paar Truppen ausheben. Ich würde sagen, wir heben die Truppen aus und wir heben die Truppen aus und... Die Truppen heben wir auch aus. Also ein paar Mann nehmen wir mit. In Richtung Kreuzzug. Eure Tochter Europa hat darum gebeten, für die Position des Kanzlers im Rat berücksichtigt zu werden. Vergiss es. Das machen wir nicht. Sorry. Geht nicht. Keine Frauen. Schwierig. Ich meine, wir haben einen fähigen Mann und du solltest dich lieber um andere wichtige Dinge kümmern. Wie zum Beispiel deinen Sohn. Genau, kümmere dich lieber um deinen Sohn. Das ist viel wichtiger. Okay, also. Lambert kommt in die Mitte. Und auf die rechte Seite kommt der Arnold. Genau.
So, also wir haben 1800 Mann hier stehen. Der Kreuzzug kann wegen mir gerne kommen. Gleich geht's los, Freunde der Sonne. Deus Vult! Verdammt! Ja genau, da geht's schon los. Also Kreuzzug, pass auf. So, jetzt ist es wichtig, ich meine, dass wir selbst auch dran teilnehmen. Heißt, wir müssen uns selbst zum Befehlshaber machen. So, das geht irgendwie nicht, oder was? Jetzt ohne Scheiß, ich kann mich da selber nicht auswählen. Was? Ich hab gedacht, das geht. Oh nee, da muss ich vom Amt zurücktreten. Ich muss vom Amt zurücktreten, Moment, vom Rat zurücktreten, zack. Dann kann ich hier mal nicht mitmachen. Genau, es geht. Also ich bin nicht mehr Marshal. Oh, ich habe eigentlich recht gute Werte, stelle ich fest. Recht gute Werte, eigentlich besser als unser Commander in der Mitte da, ne? Naja, weil vielleicht auch nicht, aber wir stehen gut da, denke ich. Ja, weißt was, dann gehen wir hier auf die rechte Seite, dann geht da Arnold auf die linke Seite, genau, okay. Also 1800 Mann. So, und jetzt geht's los, jetzt geht der Kreuzzug los. Um Jerusalem, okay. So, da muss ich jetzt, glaube ich, den hier, oder? Nee. Doch. Also, das hier unten ist alles rot. Genau, darum geht's. Puh. Na schön. Da wird's gar nicht angezeigt. Nee, okay. Also, wir müssen da runter marschieren. Das kann jetzt sehr lustig werden. Das kann jetzt sehr lustig werden. So, wo sind denn die Truppen da eigentlich? Ach, die marschieren auch alle zu Fuß. Also gut, dann laufen wir auch mit. Ist es nicht schön? Einfach mal so einen kleinen Kreuzzug, ne? Da gehen wir mit. Vielleicht fallen wir ja tot um, wer weiß. So, der nächste ist tot. Der Hofspitzel, na super. Okay, pass auf, da machen wir. Da machen wir den Cato Alon zum Hofspitzel. Kann er ja noch. Technologie studieren in Konstantinopel, genau. Ne, solange er noch tätig ist, kann er ja auch gerne Hofspitzeln. Solange er noch nicht im Kloster ist, haha. Tja, ja. Büsi, büsi. Nehme ich jetzt gar nicht teil, oder was, am Kreuzzug? Ich will doch da mitmachen hier. Achso, aha, verdammt, ich hätte auf Beitreten gehen müssen. Ah. Jetzt kann ich nicht mehr beitreten. Okay, das ist blöd. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwas stimmt nicht. Jetzt kann ich nicht mehr beitreten. Okay, mein Fehler. Verdammt. Na gut. Ich hätte beitreten müssen hier. Jetzt geht nicht mehr. Nein. Tja. Schade. Oder kann ich ihm versprechen, beizutreten? Nee, geht nicht. Also ich kann offenbar hier nicht mehr mitmachen. Geht nicht. Ich habe mich schon gewundert, warum die Truppen hier nicht verbündet sind. Aber okay. Auflösen den Blödsinn. So, was will die Frau? Kommandanten? Nein, vergiss es. Da bleibe ich lieber zu Hause, sitze in meinem Schaukelstuhl und denke mir, ach komm, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Also, kein Kreuzzug. Das habe ich verbummelt. Naja. Gut. Passiert. So, schauen wir uns das Reich an. Ja, die Ungarn. Die sind jetzt wahrscheinlich auch im Kreuzzug, oder? Natürlich, die sind auch im Kreuzzug. Das ist natürlich nicht schlecht. Was mit den Polen? Die sind... Die sind nicht im Kreuzzug. Nö, 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 die machen nicht mit. Okay, nächstes Kind braucht einen Vormund. Die Amalie von Andex. Okay. Oh, ein schlaues Kind. Das ist sehr schön. Das Kind muss gefördert werden, definitiv. Da würde ich sagen, da bekommst du einen guten Ausbilder. Die Konstanze, genau. Passt, alles klar. So, was haben wir da? Valencia, okay. Respekt. Valencia. Aha. Schau an. Der König von Valencia. Der hat mal ganz schön hier Frankreich zerlegt, ne? Ganz schön verkleinert, die Franzosen. Frankreich ist ja lächerlich. Naja, gut, es soll mir egal sein. Wer weiß, was da wieder durch Erbfolge durcheinander gekommen ist hier drüben. Das Reich auf jeden Fall mit 30.000 Mann hat ja definitiv noch
was zu melden. Nur bei uns geht wieder nichts, ne? Nur bei uns geht wieder nichts. Also, dann machen wir den hier, zack. Ja, sparen wir uns Geld. Genau, Provinzen ausbauen. Moral der Armeen. Verstärkungs... Ja doch, das ist, glaube ich, ganz gut. Das können wir machen. Ja. Moral der Armeen ist sicher kein Nachteil. Okay, sicher kein Nachteil. So, Wilderer. Ja, die bösen Wilderer. Auch das kennen wir bereits. Bin mal gespannt, wie der Kreuzzug läuft, ne? Moment. Ja, wir sind immer hinten dran momentan. Okay, was ist das hier? Katalon hat zwei junge Wilderer erwischt. Ja, 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 ihr macht es schon. Ne? Kümmert euch um sie. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und warum kann unser lustiger Kanzler hier nicht endlich mal einen dummen Anspruch fingieren? Warum ist das so schwierig? Was ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Und warum kann unsere Frau nicht endlich mal, ne, so langsam das Zeitliche segnen? Warum geht das nicht? Wo sind die? Die ist zu Hause, oder? Ja. Regiert den Landshut. Ja, okay, die macht am Kreuzzug gar nicht mit, oder? Sehe ich gerade. Die gute Frau. Nö, die macht nicht mit. Na gut, ich hätte was einzahlen können in die Kriegskasse. Oh, jetzt sind wir... Sind wir aber mal fett von... Achso, das hier ist gar nicht der Kreuzzug, Schmarrn. Das ist was anderes. Jetzt sind wir aber dick vorne beim Kreuzzug. 84%, okay. Ist ja fast schon durch, oder? Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Da ist passiert. Da ist es passiert. Siehst du, in der Zeit wären wir wahrscheinlich gar nicht hier unten angekommen. Wenn wir gelaufen wären. Also hat es doch was Gutes. Haben wir uns Geld gespart. Immerhin. Kreuzzug vorbei, alles ist gut. So, ja, ich werde mal ein bisschen beschleunigen. Okay. So, die Burg Beit Dejan. Die Templer. Ah ja, ein neues Besitztum. Macht mir egal. Solange die nicht bei mir sind, ist das alles in Ordnung. Bei mir brauche ich die nicht. So, die Burg Lafev. Ja, mach doch. Die komischen Templer, die gehen mir ja richtig auf den Senkel. Okay, so hier ist alles noch auf unserer Seite. Bei den Intrigen hat sich nichts getan. Da hat sich auch nichts getan. Bei der Forschung, da könnten wir mal ein bisschen investieren. Genau, dass wir Toleranz... Nee, nicht Toleranz hier. Da investieren wir Sitten des Volkes. Das gibt nämlich eine Stadtvasallenmeinung von weiteren plus 3. Die kann man mal mitnehmen. Und unser Hofspitzel, der liebt uns. Das ist schön. Wichtig, dass der Hofspitzel eine große Meinung oder eine gute Meinung von einem hat. Oh je. Zölibat oder Hedonismus? Nein, wir geben nicht nach. Genau. Wir sind ja schon, oder? Ne, haben wir noch nicht. Wir sind noch nicht im Zölibat. Ne. Verlockungen sind überall. Ja, ja. Nein, nein, wir geben nicht nach. Jetzt können wir hier sagen, Zölibat. Wir verlieren Lüstern, oder? Wir sind momentan Lüstern, genau. Wir erhalten Zölibat. Ja, das freut die Kirchenmeinung. Okay, also wir haben jetzt Zölibat. Das wird unsere Frau nicht freuen. Aber ist uns egal. Jetzt wird nichts mehr geschnackselt. So sei es, genau. Mhm. Heißt, jetzt gibt es keinen Zuwachs mehr. Zumindest nicht von uns. Heißt aber auch, wir können nicht mehr daneben ausgehen. Es gibt keine weiteren Nachkommen von uns. Egal mit wem. Wir haben hier genug. Alles ist gut. Total grausam, ich weiß. Oh, da ist schon passiert. Unser Katualon ist nun der Abt von Stams. Nachdem der Rutger gestorben ist. Und damit haben wir auch keinen Regenten mehr. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, es gibt keinen Regenten mehr.
Da würde ich sagen, das macht unser Joel. Das ist unser neuer Regent für den Fall, dass wir diesen Posten nicht mehr ausüben können. So, und der Peter Abt von St. Anton wird der neue Hofchaplain. Macht Kulturforschung. Und alle sind vielleicht zufrieden, oder? Ist er zufrieden? Ja, der ist sehr zufrieden. Genau, plus 100. Und der ist hoffentlich zufrieden. Jawohl, ist er auch. Ja, es läuft ja bestens. So, da wird auch bald geheiratet, hier stelle ich fest. Genau. Bald große Hochzeit, unser Junior. Ne? Unser Junior darf bald heiraten. Ist doch toll, unsere Frau will uns wieder zum Kommandanten ernennen. Lass mich bloß in Ruhe. Nix. So, wir verlieren die Eigenschaft Stolz. Das ist, naja, suboptimal, aber gut, nicht zu ändern. Und warum schafft mein Kanzler hier keinen Anspruch? Das ist echt übel. So, das ist erledigt. Was haben wir da? Das nächste Kind braucht einen Ausbilder. Alter, jetzt du bist hier nur am Kinder ausbilden. Tja, da macht es. Ja, die Konstanze macht es, genau. Was haben wir da? Die Kirche predigt das Zölibat. Jetzt könnte ich da wieder ein bisschen ausbrechen oder was? Hedonismus, aber nein. Nix. Nein. Wir leben im Zölibat, haben wir gesagt. Genau. Übungsplätze in Landeck sind fertig. Und unsere Frau erfreut sich nach wie vor beste Gesundheit. Das freut uns. So ein Glück. Naja. Vielleicht auch nicht. Was machen wir denn bloß, Mensch? Das Wissen in Bozen wurde. Okay, hat sich erhöht um Wohntürme 3. Das brauchen wir alles nicht. Okay, was haben wir da? Die Bauern haben schon wieder irgendwas gesehen. Den Drachen. Jawohl, wir nehmen lieber die Kriegskunst. Okay, also Kriegskunst verbessert. So, was ist? Moment, hier ist Hochzeit mit unserem Junior. Jetzt kommt schon der Vorschlag. Genau, lass uns mal heiraten. Ja, machen wir doch. Also, hier ist jetzt geheiratet. Oh, eine hübsche Frau. Die Adelheid von Babenberg. Wie schön. Das freut uns. Und der Johanniterorden hat sich noch eine Burg geschnappt. So, der Joel 28 hat die liebliche Adelheid geheiratet. Ja, das ist nur knappe 12 Jahre Unterschied. Ja, schaut euch das mal an. Diplomatie 22. Super. Leider können wir sie nicht als Kanzler einsetzen. Es ist ärgerlich. Sie hat einen Anspruch auf das Herzogtum Österreich. Schwachen Anspruch auf Kleve. Naja. Okay. Na schön. Also, Junior, ne? Jetzt wird's Zeit. Was hast du? Achso, du willst Hofkaplan werden. Bist du deppert? Wieso willst du Hofkaplan werden? Wieso denn? Hör doch mit dem Scheiß auf. Komische Ambition, das wollen wir nicht sehen. Heiliger Krieg, was? Granada, ach Gott. Okay. Nee, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Meine Frau muss jetzt mal langsam, ne, daran glauben, die muss mal weg. Aber irgendwie. Die hält sich. Ne, die hält sich. Die kann richtig alt werden, wenn es dumm läuft. Ach, sie ist auch keusch. Schau an. Naja, wieso nicht? Okay. Hallo, Kanzler, wie schaut's aus mit dem kleinen Anspruch? Was? Während meines Besuchs in Augsburg traf ich einen großen Philosophen. Okay, natürlich gibt es wieder Kulturpunkte für 76 Goldstücke, die kannst du gerne haben. Kein Problem. Oh, hier ist ein bisschen knapp, glaube ich. Ja. Aber noch ist er auf unserer Seite, der Kollege. Ja, Domäne zu groß, minus 10, gell, das merkst du dann schon. Aber wir sind generell sehr beliebt eigentlich beim Volk. Ja, nicht umsonst machen wir 12 plus. Der Bergfried, ah, der ist ganz schön teuer. Uiuiui. Ich glaube, der ist mir zu teuer. Ja, 400 Gold ist halt schon heftig, ne? Da können wir hier noch die Übungsplätze bauen. Nee, also das ist mir zu teuer. Bergfried 3, was habe ich in Augsburg? Da habe ich ihn gebaut, gell? Ja. Okay.
Na gut, lassen wir mal auf uns zukommen. Freunde, was ist los? Komm. Ansprüche brauchen wir. Da kommt unsere Frau wieder. Ja, ja. Mhm. Da Jerusalem, ne? Gehört auch zum Reich. Sehr geil. Ne, gehört nicht zum Reich. Hat nur die gleiche Farbe. Okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Macht ja keinen Sinn. Kann nicht zum Reich gehören. Was ist das wieder? Das nächste Kind, das einen Vormund braucht? Ach komm, hör doch auf. Der Lothar, natürlich der Lothar. Von unserer werten Tochter Europa. Ja, das macht der Hans von Böhmen. Der Papa bildet seinen Sohn aus, ja, ja. Gott, mach das. Jetzt, Frau, lass mich in Ruhe, verstehst? Lass mir doch meinen Segen hier. Belästig mich nicht ständig mit so einem Blödsinn. Die Konstantinopel-Freunde haben sich schon wieder weiter verbessert. Okay. Die nächsten Punkte auf unser Konto. Da hätten wir Kavallerie, die nehme ich mal mit. Handelspraktiken brauchen wir, glaube ich, nicht. Na, was ist jetzt? Leute, das mit dem Anspruch, das dauert echt ewig. Puh. Was haben wir da? Böhmen, was haben die? Ach Gott, mhm. Da will jemand Böhmen haben. Ah ja, immer noch. Okay, die haben 5000 Mann noch dastehen. Haben die einen Pakt oder sowas? Ne, haben sie nicht. Ist natürlich blöd, gell? Das ist natürlich blöd. Finde ich interessant, dass die Böhmen angreifen können. Ich habe gedacht, die Kriege im Reich sind unterbunden. Wieso können die da kloppen? Wieso können die kloppen? Das lässt doch das Gesetz gar nicht zu. Hm. Vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Also das habe ich nicht ganz verstanden, warum das geht. Warum die sich da den Krieg erklären können. Oder sind das Revolten? Ne, sind keine Revolten. Das ist keine Revolte. Da ist, ja, hier ist eine Revolte. Der hier will Kaiser werden, aber das hat nichts mit dem Krieg zwischen denen da zu tun. Und die sind beide im Reich, ne? Genau, die haben beide den Kaiser als Lehnsherr. Also, dass die sich den Krieg erklären können, das finde ich spannend. Aber diese Revolte hier, die ist geradezu lächerlich. Also die wird aufgerieben. Oh, ich bin etwas gealtert, stelle ich fest. Aber unsere werte Gemahlin auch. So, was macht unser Sohn? 32, was geht hier? Noch nichts passiert, oder? Hallo, mach mal hin hier. Na, sie wird nicht jünger, genau. 4 Jahre verschwendet, mein Sohn. 4 Jahre verschwendet, ohne das, was gegangen ist. Eieiei. Naja. Lassen wir uns überraschen. Okay, der Karlmann von Andex ist volljährig. Oh. Das wäre ein guter Hofkaplan. Hätte ich behauptet. Das wäre ein guter Hofkaplan. Können wir uns mal merken, den Kollege. Ja. Ab Peter von St. Anton. Moment, Peter von St. Anton? Da ist genug Luft. Okay, pass auf, du wirst Hofkaplan, mein Freund. Karlmann wird Hofkaplan, ja. Kulturforschung in Augsburg. So, können wir den hier wieder rausnehmen. Dann passt es. Genau, und so viel hat das nicht gekostet. Aber dann haben wir da zumindest einen 20er Hofkaplan und der ist jung mit seinen 16 Jahren. Der ist richtig jung. Okay, so. Heute bat mich Onkel Karlmann um ein Lehen. Was? Wieso denn? Bist du doof? Nachfolger auf Herzogtum Sachsen. Hallo, du hast hier schon was. Was willst du denn?
Der Graf Arnold von Augsburg. Ach Gott, du. Ja, natürlich, du warst ja damit dabei, du warst ja der Halbbruder. Mein Gott. Nee, nee. Der ist alt geworden, hä, der Kollege. Der ist nicht gestorben wie die anderen Burschen, der ist richtig alt geworden. Nein. Sorry, ist nicht. Kannst vergessen. Nix. Jawohl, unser Sohn hat tatsächlich was mal auf die Kette gekriegt. Die Henrike, aha. Glückwunsch. Was ist das jetzt? Wir verlieren die Eigenschaft gesellig. Ach komm. Okay, sie ist zumindest nicht krank, die Henrike. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh, unsere Frau will mal wieder uns zum Commander machen. Ja, lassen wir doch mehr Ruhe, Mensch. Was haben wir da? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht, okay. Na schön. Ja, es zieht sich ein bisschen mal wieder, ne, weil einfach nichts vorwärts geht, weil die Trottel wieder hier keinen Anspruch fingieren können. Und weil unsere Frau nicht sterben will. Ach, das ist alles so schwierig. Na schön. Leute, wir sind am Ende einer Folge. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Crusader Kings 2. Beim nächsten Mal geht's weiter mit unseren lustigen Bayern. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.